Was geht ab, Freunde? Willkommen zum Kanal Ozan TV. Heute reagieren wir auf das neue Video von Pumpen Monkey. Und zwar hat er ein Tinder-Video hochgeladen, auf seine Art. Darauf werden wir auf jeden Fall jetzt reagieren. Ja, wir sind nun mal YouTuber. Wir geben so alles unser Senf ab, ne? Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Da haben wir das Video. Oberhausen schockiert uns. Sehr geehrte Zuschauer. Die nachfolgenden Handlungen können verstörend wirken und führen gegebenenfalls zu kompletten Verblödung. Die dargestellten Szenen werden von Profis ausgeführt und wir bitten Sie, diese nicht nachzuahmen. Risiken und Nebenwirkungen übernehme ich keine Haftung. Ich mache es auf meine Art. Hey, das ist ein bisschen zu eng. Das ist, geht mal ein bisschen nach hinten. Die kommen wieder hoch. Hallo, Bip. Erzähl aber, Türkei-Fahrer, hast du es gesehen? Hey, das ist ein bisschen zu eng. Das ist halt so gelb lang. Das ist, geht mal ein bisschen nach hinten. Die kommen wieder hoch. Hallo, bisschen nach hinten. Weißt du was, scheiß drauf. Leute, willkommen in Oberhausen. Es wird ein sehr, sehr verkrampftes Tinder. Ich versuche hier mehrere Tinder mitzunehmen. Das ist jetzt für die, die... Woher findet er so viele Leute, Digga? Wie voll? Boah. Ja. Es ist übelst voll, Digga. Ist so bei Pamelmax. Wir checken einmal unsere Jungs ab. Bitte Applaus. Wow, guckt sie euch mal an, Alter. Hey, einer hübsch. Wow, Gigo, Digga. Was ein Gigo. Ehrenmann, Digga. Wow, oh mein Gott, guck mal. Ich würde mal sagen, Ladies first, wir fangen hier an, komm. Ein sehr, sehr verkrampftes Tinder, egal. Stell dich mal vor. Boah, das ist ein Food-Video, Digga. Ich heiße Özgür. Özgür? Ja. Özgür. Junge, Özgür ist Jungname, Digga. Name? Doch. Ehrlich? Warum? Ich wurde wegen einem Grund so genannt. Familie. Okay. Wie alt bist du? 18. Einfach Tochter Özgür nennen. Bist du aus Oberhausen? Bodrum? Bottrop. Was ist das? Das ist in Oberhausen. Okay. Neben Oberhausen, meine ich. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Was ist das denn, Bruder? Junge, was ist das? Tasche von Kick, Digga. Beruhig mich. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, würde ich. Pumpen Monkey gucken. Ja? Wir fragen trotzdem mal rum. Der sieht nicht schlecht aus. Ist er dein Typ? Also, Date, ja? Ja, Date. Wir haben ein Date, Applaus. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Ich bin Efe aus Duisburg. Und bin 16 Sammy Jahre alt. Sammy Delarue. Okay, Efe, Türke? Ja. Check sie mal ab von oben. Ja, Mann, Junge. Er zeigt die ganze Zeit Türkei fahren. Effe, sag uns, würdest du sie auch daten, ja, nein? Ja, ja, lass mal Bild machen. Ja? Ja. Wir haben ein... Ja. So nicht anders, Bro. Ich höre, guck, so ist perfekt, Digga. Sonst manche scheißen richtig rein. Ja, nein, blach, fertig. Ich sag dir, es wird noch jemanden kommen, der direkt schießen muss, Digga. Ich sag dir, die beefen sich jetzt wieder. Safe, 100%. Sehr schön. Anders geht's nicht. Gut. Stell dich mal vor. Ich heiße Ashley. Ashley? Ja, Ashley. Okay. Ashley. Woher kommst du? Wie Strich hat sie ein Ding Augenbrauen, Digga? Schausen? Ja. Okay. Check ihn mal ab von oben bis unten. Samir! Oh, der Digga ist Samet! Samet, oder? So, wie heißt du nochmal? Ashley, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, weil ist zu jung und ist null mein Typ und ja. Was? Warum bin ich nicht dein Typ? Ich stehe halt auf anderes. Auf was? Ja, blond. Also ich bin null einer. Ich achte halt null auf außen, aber das ist okay. So vom Gesicht her nicht. Gut, dann hören wir uns mal die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Ich bin Samir. Ja, warum hat er so geschrien? Warum bin ich nicht dein Typ? Warum bin ich nicht dein Typ? Wenn er nicht ihr Typ ist, dann ist er nicht ihr Typ, Digga. Was labert der da? Wetten, er schießt jetzt auch. Er sagt jetzt extra. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Bosnier. Und ich komme aus Oberhausen. Ja. Baba, Typ, Alter. Gigo, check sie mal ab. Guck mal, er hat sich doch so gewundert, ne? Als sie gesagt hat, ja, er ist nicht mein Typ und so. Wetten, er würde eigentlich sagen, ja und so, ne? Sie ist mein Typ, aber er wird jetzt extra sagen, nein, weil sie auch gesagt hat.
Samir, sag uns, würdest du sie daten, ja, nein, begründet? Auf 1 Milliarde Euro sagt nein. Kein Fall würde ich sie daten. Ich hab dir gesagt, gib mal eine Milliarde, Bruder. Ich hab dir, warte, meine Portemonnaie ist drin. Ich hab dir gesagt, Bruder, guck, er hat sich doch darüber so richtig gewundert, deswegen. Ich weiß, ob die TikTok-Match verloren hat oder warum die 2 Striche in den Augenbrauen hat. Guck, ihm passt das einfach nicht. Ihm gefällt das einfach nicht, dass er nicht ihr Typ ist. Weißt du, was ich meine? Er will jetzt einfach nicht so Lappen so da stehen, weißt du? Als Lappen da stehen. Direkt am Schießen. Direkt. Was für ein TikTok-Match, Bruder. Boah, wie er sich fühlt. Wie er fühlt die raus hin. Ja. Und Zieberbach, Junge. Junge, was war das für ein Diss? Hast du TikTok-Match verloren? Junge, guck mal, wie er sich fühlt, wenn er korrekt ist. Ja, was ist das, 2 Striche in den Augenbrauen? Ja, weil ich es geil finde. Geschmackssache. Du brauchst dich auch nicht so aufführen, so, du bist nicht krass oder so. Bro, was filmt der von der Ecke, Digga? Komm, mit Blitz. Das hat nichts mit krass sein zu tun. Hallo. Hast du die Nase im Piercing wie eine Kuh, Alter? Ich bin noch eine, weißt du? Führ dich doch nicht so auf, Mann, ich schwör mal. Mach dir einen auf Ö. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Mach dir einen auf Ö. Korrekt. Führ dich doch nicht so auf, Mann, ich schwör mal. Mach dir einen auf Ö. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Oder was für Ö? Schick die bitte weg, Alter, die soll weg. Niemand würde dich nehmen. Niemand würde dich nehmen. Ja, ich hatte schon genug. Hast du so ein geringes Selbstwertgefühl, dass du auf meine Meinung Wert legst? Hast du so ein geringes Selbstwertgefühl? Ich hab Selbstwertgefühl. Ich hab Selbstwertgefühl. Er kann nicht mal Selbstwertgefühl aussprechen, Junge. Wertgefühl? Ich hab Selbstwertgefühl. Ich hab Selbstwertgefühl. Ich hab Selbstwertgefühl, weil ich noch viel bessere Mädchen als dich bekomme. Wir haben hier ein... Mit seinen heftigen... Hallo, wir haben hier ein absolutes No-Go. Schlafen nicht. Die schlafen alle. Die sind alle im Schock. Okay. Ein absolutes No-Go. Nein, auf gar keinen Fall. Okay, mach mal Platz. Okay, aber warum muss er denn so schießen, Digga? Das verstehe ich nicht. Warum muss er so schießen? Keinen Sinn. Dann haben wir schon mal die nächste. Stellst du dich bitte einmal vor? Mariam, 17, aus Iran, Libanon und aus Essen. Mariam, erstmal so die Frage. Ist es okay, dass wir es veröffentlichen? Ja. Ja? Mhm. Ganz sicher? Mhm. Auch für die Eltern? Ja. Oder ich hoffe, diesmal ist keiner verpixelt, Digga. Das regt richtig auf, Digga. Ich hoffe, keiner. Warum machst du da mit, Digga? Ich schwöre. Ich verstehe die Leute nicht. Die machen mit dem Video und ich gucke, nächste Video, was er hochlädt, direkt mindestens 2 Leute sind wieder verpixelt, Digga. Weil die doch später nicht wollen. Wer weiß? Ja? Wer weiß? Was heißt, wer weiß? Ja oder nein? Ist okay. Okay. Check deinen Typen einmal von oben bis unten ab. Was war das jetzt für eine Antwort? Der hat ja gesagt. Auch für die Eltern? Ja. Für die Brüder, Cousin? Wer weiß? Ja? Wer weiß? Was heißt, wer weiß? Ja oder nein? Ist okay. Okay. Check deinen Typen einmal von oben bis unten ab. Was ist das für ein Haare, Bruder? Geile Jacke, Bruder. Jetzt sag uns, würdest du ihn denken? Ja, nein, begrüßt. Ja, also nein, aber der ist sympathisch. Nein. Aber also nicht, dass ihr 100 Leute, wir sind auch live. Ach, mein Typ. Warum nicht? Also der ist sympathisch, aber ich möchte nicht. Also nee. Du möchtest nicht. Was ist denn dein Typ? Aus welcher kommst du? Also so 1,90 und etwas. 1,90? Ja. 1,90. Oh, sehr große Ansprüche. Und ja. 1,90. Also der ist ein bisschen kleiner, aber der sieht gut aus. Oder 1,90 schneller, nimm Tür. Okay, gut, dann hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Stell dich mal vor. Bruder, ich heiße Hamza Atesh. Hallo. Bruder, Atesh63 aus Oberhausen. Auf jeden Fall, warte, check sie mal ab von oben bis unten. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Bruder, guck mal, ich will nicht ehrenlos werden, ne? Aber Wallah, ich hab zu viel Ekelhaftes über dich gehört. Bak Allah, Quran, Kim, Chapsen. Erst. Allah, was? Guck mal, ich will nicht ehrenlos werden, ne? Aber Wallah, ich hab zu viel Ekelhaftes über dich gehört. Bak Allah, Quran, Kim, Chapsen. Na, tamam, Alter. Erstens, zweitens, ich weiß gar nicht, ob es Trend geworden ist, mit Pyjama rauszugehen. Wallah, jetzt auf Ernst. Also, Bruder, jetzt. Was denkst du dir? Letztes Mal meinst du noch, warte, wie viele Jahre haben wir? Wir haben 3 Jahre Unterschied ungefähr, ne? Mein Kollege hat schon auf Snap
Du blaberst mich voll, dass er schwul nicht aufs Snap hat, aber hat der. Und damals, ne, Walla, ich weiß noch Düsseldorf, das war noch dieses Jahr. Walla, warum bist du dann damals bei mir auf E-Scooter drauf gekommen? Was laberst? Ich schwöre, meine Mutter soll sterben, wenn ich lüge. Ey, kannst du rappen? Ja, Bruder. Der warte, wir machen jetzt so, guck mal. Falls er, ey, warte, pssst. Ey, er kann gut rappen, hab ich gehört. Ja, Walla, der kann. Wenn er gut rappen kann und dich überzeugt, vielleicht willst du ja dann was. Nee. Wir hören uns mal an. Lass das an. Du wirst dich jetzt verlieben. Was? Du wirst dich verlieben. Mach lauter, Bruder. Mach lauter, warte. Okay, sag mal leise. Ja, ich bin gespannt, Digga. Was auf uns zu? Wir hören erst mal zu. Ey, Cola. Ja, das ist der Code, Mother. Dieser fiese Rap, der Untergrund, der Arte, der von Seite kommt und einfach deine Mutter Code aus dem Block, die niederzweite Kette. Rapper machen Insta-Beef, überweisen an der Schicke, fischen vor Iber-Esch. Bei einer Scheiß-Kontrolle in der Tasche ist das Pulver besser als bei Schafwolle. Die Gesetze, sag mir, wer will mich ersetzen? Von der Stegerei will der Birra noch den Toll. Der Birra neben mir ist stabiler als ein Haiwan. Wenn er will, macht er dich klein, wie krass bei einem Bein. Der Birra neben mir ist stabiler als ein Haiwan. Wenn er will, macht er dich klein, wie krass bei einem Beiner. Du willst kaufen? Bei dir gibt es extra Versand. Ich bin ein Code ohne Land, dein Vater ein Mann und ich. Ja, Pampelmann, der hypt auch die Leute, ne? Der Ding, ja. Beim Team Mike und deine Pelle lässt sich knacken. Wird über einem Einbruch. Im März bin ich 4-5er, jetzt bin ich ein 4-6er. Sag, was du brauchst, Bram. Deine Schabbe, dicke Packs, da push die Packs von A nach B. Nenn dich Bruder, bitte geh auf der Waage. Semmelzahn hast du Stamm beim Alphabet. Redest über krasse Ware, ja, du hättest krasse Hase. Deine Mami nur am Feier. Bin dazu geguckt, Nase, bin bekannt. Bei Police, dich damit du bedrängst. Wenn ich falle, weiß ich, dass der Teufel mit dir anbrecht. Hier raus, spreche ein letztes Gebet. Du musst gestalten, versuchen, die Kunden zu übernehmen. Dass du live bist, das kannst du deinem Allmannvater. Bruder, sei mir. Wie kann man so ein Mädchen so blamieren, Digga? Walla, ich schwöre. Ja, so gerne. Walla, ja, Walla, ja, Junge, das meine ich ja. Jeder muss irgendwie schießen, also. Die machen Tinder-Video. Deine Mami ist zu Hause, ja, die ist am für eine halbe Junge, Knolle. Wir, gucken wir Tinder-Video, der Rap am Mittwoch, Digga. Keine Ahnung. Eine Rolle, der Code aus Urfa F. Aber da hat schon Baba gerappt. Er war okay. Hey, Respekt. Für diesen Freestyle, was heißt Freestyle? Für diesen Rap, sag dein Insta. So, ja? Kannst du Kamera zeigen? Ja, zeig mal. Abigail! Okay. Emery. Was bist du für eine Landsfrau? Eritrea, Haiti. Lass mal einmal hinter dir. Okay, krass. Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying. So, Emery, sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Der ist nicht so mein Typ, das hatte ich diese Style, diese. Was meinst du mit Style? Ja, das ist so, ich bin ein bisschen größer, ein bisschen so brauner. Hey, der ist voll hübsch. Was? Der ist so voll hübsch. Der war nicht mein Typ. Der ist hübsch, aber nicht mein Typ. Wir eigentlich tauschen müssen. Was sind ja, Mischen? Was sind deine Typen? Ein bisschen größer, so Style, nicht diese typisch halt. Ja. Okay, also nein? Nein. Hören wir uns die Meinung? Guck, jetzt muss wieder geschossen werden, ich wette, Digga. Oh, Walla, ich hab das Video nicht geguckt, aber ich glaube, er wird jetzt wieder schießen. Man hat das Gefühl. Sie sagt einfach ganz normal, ist nicht mein Typ. Sie sagt einfach ganz normal, ist nicht mein Typ. Jetzt schauen, mal schauen, was er jetzt sagt. So, stell dich vor. Ich bin Arda, ich bin 17, ich komme aus Duisburg. Okay, Arda, check sie mal ab von oben bis unten. Weißt du, was lustiger wäre? Wenn er erst die Jungs fragt, das wäre lustiger. Ich schwöre, das wäre lustiger. Arda, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Bruder, sie sieht süß aus, aber ich sehe nicht auf ehrlich. Und ich finde die Haare nicht so geil. Ich finde die Haare. Nein? Nein, Bruder. Okay. Afro! Sehr, sehr, sehr korrekt gemacht. Sehr korrekt. So muss das sein, Digga. So, Walla, guck. Ich weiß, welcher Knopf war das. Ja. So muss das sein, Digga. Walla, so muss das sein. Sonst, sie schießen die ganze Zeit, beleidigen die Leute, stellen die bloß da. Er guckt, auch ganz normal seine Meinung geäußert. Ich war. Weiter geht's. Manai. Was? Manai. Manai? Manai. Anai mit M. Was? Anal mit M. Anal? Manal. I've been really trying, baby. Sorry, Bruder.
Anal, sag mal jetzt, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Vielleicht. Der ist bestimmt Duisburger oder so. Ich komme aus Essen. Nein, aber Spaß, Spaß, Spaß. Das ist ganz okay, aber nein, danke. Also nicht böse gemeint. Du denkst dir, du bist kein... Ja, guck mal, wie du aussiehst. Guck mal, wie er aussieht. Guck mal, sein Ohr. Junge, wie heißen diese Leute da? Avatar, Junge, sein Ohr. Guck mal, sein Ohr, einfach Avatar. Los, ich geh mal da abnehmen. Ballack, ey, mit Kina. Einfach alten Buba aus Wish bestellt, Junge. Guck mal, wie du aussiehst. Ich geh mal da abnehmen. Ballack, ey, mit Kina. Ich hab meinen Mutter, guck mal, wie du aussiehst. Ich hab meinen Mutter, guck mal, wie du aussiehst. Ich hab meinen Mutter, guck mal, wie du aussiehst. Was für eine Schwester auf deine Mutter? Wer bist du? Ich, wer bist du? Geh ab mit dem von mir. Guck mal, Jossi. Ja, guck mal. Barley ist so fresh aus. Aus Marokko, aus Marokko. Barley, gib ich dir nichts zu. Aus Marokko. Barley, Schweiz. Ja. Wer redet mit dir? Wer redet mit dir? Ey, komm, ich kann doch denken. Ey, du kannst auch. Haram, du kommst hier rüber. Junge. Ich komme in Duelle, ne? Ich schreib mir Tupac da Text und so, dann schicke ich dir das. Baller, guck mal, wie du aussiehst. Bruder, was für Tupac, Bruder? Er kommt mit Tupac. Bruder, was für Ball? Baller, wer bist du? Wer bist du? Ja, wieder. Wer bist du? Rede, Alter! Atmet einmal tief ein und wieder aus. Was hast du gesagt? Alles gut, komm her! Stell dich jetzt mal vor. Ich bin Lara, komm aus Bochum. Was macht der da? Ist das Mila? It's Mila. Junge, das ist Mila, Digga, warum zeigen die Mila? Ist das sie dann? Sieht zu groß aus. Da mach. Ja, Lara. Okay, Lara, check ihn mal ab von oben bis unten. Lara, ich I've been really trying. Lara, sag mal, würdest du ihn daten? Ja, nein. Ja. Ja? Ja. Oh, okay, wir haben direkt ein Ja. Sehr korrekt. Er sagt doch ja. Wenn, er sagt doch ja. So, stell dich mal vor. Guck mal, wie er sich fühlt. Check sie mal ab von oben bis unten. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Was? Ja, da, warte, Digga. Ja, da. Warte, guck hier. Ich hab eine Perle, ja? Ja, warum machst du das? Was macht der mit? Digga. Warum macht der mit? Fatih denkt sich jetzt, Junge, du kleiner Hund. Die sieht nicht gut aus. Ich hab eine Perle, ich hab Perle. Was hast du gesagt? Die sieht erstens nicht gut aus. Ich verstehe gar nichts. Brech das jetzt hier auch ab, weil das mir zu viel ist. Auf jeden Fall. Was hast du für eine Bock für? Was machst du mit? Ist er behindert oder so, Junge? Er hat eine Freundin, warum macht er denn mit? Ach, der ist so dumm, Alter. Ey, wirklich, manche Leute verstehe ich gar nicht, Digga. Ich hoffe, die machen Schluss, Bruder. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War eine kleine Reaction auf das Video von Pumpin' Monkey. Bock-Video, ja. Was ist das, Digga? was war das? Falls ihr mehr Reactions haben wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert meinen YouTube-Kanal, schaltet die Glocke ein, damit ihr mal benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, dann würde ich sagen, das wär's von uns. Ciao. Bis zum nächsten Video.